Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Ich stelle euch heute mein Bücherregal vor. Bücherregal, Zuschauer, Zuschauer. Bücherregal. Ich fand es am sinnvollsten, mein Bücherregal in die drei Regale aufzuteilen, die es nun mal sind. Das heißt, wir fangen ganz links außen an. Im nächsten Video dann die Mitte. Und im übernächsten Video kümmern wir uns um das rechte Regal. Also prinzipiell habe ich mein Bücherregal nach Genre sortiert, weil eine andere Sortierung für mein Gehirn keinen Sinn macht. Außer ganz oben in der Mitte, das sind einfach nur meine Lieblingsbücher und außer natürlich meine Harry Potter-Ecke da hinten. Ich werde euch jetzt erstmal mein Bücherregal im Ganzen zeigen, dass ihr es in all seiner Pracht bewundern könnt. So, Freunde, wir starten mal mit dem Bildausschnitt, den ihr normalerweise zu sehen bekommt, nämlich normalerweise sitze ich ja hier. Und ihr seht so das Bücherregal im Hintergrund. Dann ist hier mein Bücherregal. Sind insgesamt dreimal die gleichen Bücherregale hintereinander. Dann haben wir da oben eine wunderschöne Parade von vertrockneten Blumensträußen. Ja, vor allem nach meiner Hochzeit hat es rapide zugenommen da oben, aber ja, ich finde es einfach schön und es ist immer eine schöne Erinnerung für mich. So sieht das Ganze dann aus mit Hund und Hasen. So, wir starten mit dem ersten Regalbrett. Hier befinden sich einmal Dichter und Denker, die Philosophen und dann haben wir noch die Klassiker. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem anderen Ich. So funny. Das erste Buch, was links oben bei mir im Regal steht, ist fast schon ein Klassiker. Wenn nicht das Buch überhaupt, die Bibel, habe ich mal in dieser wunderschönen Ausgabe für sehr günstig Geld ergattern können. Und dann dachte ich, es muss mit. Dann kommen wir zu den fünf Büchern, die auf dem Schuber liegen. Einmal Joachim Ringelnatz Gedichte, Friedrich Hölderlin Gedichte, Rainer Maria Rilke Gedichte, Erich Kästner Gedichte und 50 Liebesgedichte Best of Various Artists. Ihr werdet auch noch gleich noch in den nächsten Büchern sehen. Ich habe früher sehr viel für Gedichte übrig gehabt. Ja, die haben einfach mein Herz berührt. Heutzutage lese ich auch noch gerne in den Gedichten, aber ich kaufe mir nicht mehr so viele Gedichtebände. Dann habe ich den Schuber von Erich Fried mit seinen Gedichten und seiner Prosa. Das habe ich meinem Mann mal zum Geburtstag geschenkt. Er hat mir, als unsere Liebe eine kleine Blume war, hat er mir gern Gedichte von Erich Fried zukommen lassen. Dann war ich so, oh, dann war ich so, oh, wir waren so verliebt. Ja, sind wir immer noch. Es geht weiter mit Gedichten, nämlich mit Heine zum Schmunzeln, Gedichte von Heinrich Heine. Es wäre vielleicht sogar ein Aussortierkandidat, aber ich weiß einfach, dass dieses Buch schon so lang bei mir ist. Das hat meine Mutter mir noch beim Bertelsmann Club bestellt. Danke, Mama. Ja, deswegen werde ich es niemals aussortieren können. Außerdem mag ich Heinrich Heine sehr. Ich habe hier nochmal Heinrich Heine, das Buch der Lieder, seine gesammelten Werke. Ja, zweimal Heinrich kann auch nicht schaden. Dann zu einer sehr poetischen Künstlerin, Alicia Keys. Dann zu einer sehr poetischen Künstlerin, Alicia Keys. Was? Keys? Keys. Keys. Alicia Keys, Tears for Water. Songbook of Poems and Lyrics. Ich mochte Alicia Keys damals sehr. Ich weiß nicht, was sie jetzt noch so macht. Man hört ja kaum noch was von ihr. Ihre Gedichte haben mir gut gefallen. Kein Über. Wow. Sorry. Kein Überflieger, aber. Waren schöne Gedichte, sind es immer noch. Dann kommen wir zu einem weiteren Gedichteband, Hans Krupper, Das Goldene Buch der Liebe. Das habe ich auch mal günstig, glaube ich, beim Thalia ergattern können. Also wer einen guten Spruch für Hochzeit, Taufe etc. sucht, hier drin ist alles, was man sucht in seinem Leben, wenn es um Liebe geht. Wir haben sogar unseren Hochzeitsspruch daraus, aus seinem Gedicht Umarmungen. Wo ich jetzt bin, gehöre ich hin, denn meine Heimat ist, wo Liebe wächst. Dann habe ich hier nochmal drei Gedichtebände. Einmal von Marie-Louise Kaschnitz, die Liebesgedichte. Das Gedicht Requiem von ihr gehört zu eins meiner liebsten Gedichte. Furchtbar traurig, aber dennoch eins meiner liebsten Gedichte.
dann Joachim Ringelnatz Liebesgedichte und Eduard Mörike Liebesgedichte. Und dann habe ich noch Hermann Hesse Das Lied des Lebens. Hier sind ausgewählte Gedichte von Hermann Hesse drin, aber ich habe ja hier nochmal, oh, nichts kaputt machen, aber ich habe ja hier nochmal alle gesammelten Gedichte von Hermann Hesse, von dem her hebt sich das eigentlich auf, weil das schon da drin ist, aber auch dieses Buch habe ich in einem Alter gekauft und oh, das ist schon so lang bei mir und es war fast mein ganzes Leben lang bei mir. Als nächstes von Khalil Gibran, Mandelblüte und Abendsonne, Weisheiten fürs Leben. Ich muss es verdecken, weil ich habe in jugendlichen Leichtsinn einfach meinen Namen hier drauf geschrieben. Khalil Gibran ist libanesischer Autor, möchte ich nicht sagen. Wie sagt man da? Auch nicht Prophet. Wie sagt man denn da? Philosoph. Nennen wir ihn einen libanesischen Philosoph. Sehr schöne Sprüche, sehr schöne Weisheiten. Auch dieses Buch werde ich niemals weggeben können, weil es schon ewig bei mir ist. Dann kommen wir zu den gesammelten Werken von Emil Cioran. Das ist echt ein Klopper, das Buch. Das Buch hat Bibelseiten, also so ganz dünne Seiten. Cioran ist ein rumänischer Nihilist gewesen. Und das ist auch der Grund, wieso ich bisher nur bis zu diesem Punkt in seinem Buch gekommen bin, weil ich kann immer nur 2-3 Seiten von diesem Werk lesen. Sonst werde ich arg depressiv. Also er ist durch und durch Nihilist. Manchmal finde ich schon zu traurig, wie an nichts hängend ein Mensch in seinem Leben sein kann. Aber er hat alles wunderschön philosophisch verpackt. Deswegen auch einige Markierungen. Aber wie gesagt, ich kann nie mehr als 2-3 Seiten hintereinander lesen, sonst stelle ich mein ganzes Leben und dessen Sinn in Frage. Dann habe ich hier einmal Goethes Faust. Ist nicht meine Ausgabe, gehört meinem Bruder, hat er in der Schule gelesen. War begeistert von, habe ich nie gelesen, möchte ich jetzt auch nicht so arg lesen, von dem her. Ich habe dein Buch. Also nachdem ich meine Realschule abgeschlossen hatte und an die weiterführende Schule kam, musste ich feststellen, dass Deutsch nicht mehr mein Lieblingsfach war, weil wir behandelten Egmont. Ich habe es so gehasst. Ich habe es so sehr gehasst. Und dann kam ein Buch, das ich noch mehr gehasst habe, nämlich Mario und der Zauberer. Ich habe es so gehasst. Ich habe, also das ist eine Doppelausgabe, hier ist einmal Toni Krüger drin. Ich habe schon mal in der Zauberer in der Schule immer Toni Krüger gelesen, weil die Geschichte hat mir unfassbar gut gefallen. Mario in der Zauberer hat man mich jagen können mit. Heutzutage immer noch. Ich hasse diese Story. Ich hasse sie. Ich weiß nicht, wie es euch, ja, ich glaube, ihr habt es verstanden. Aber Toni Krüger fand ich ganz schön. Auch diese Ausgabe hat mein Bruder eigentlich gehört. Ich habe es dann geerbt. Albert Camus, Der Fremde, habe ich gelesen. Ist immer noch ein wenig verstörend für mich. Ich glaube, ich muss es nochmal lesen. Es kommen weitere Klassiker. Franz Kafka, Die Verwandlung. Habe ich mal, glaube ich, bis zur Hälfte gelesen. Und dann, ah ja, da ist noch mein Lesezeichen drin. Ach guck, eine Karte vom Klaus. Muss ich unbedingt noch lesen. Weil muss man einfach, ne? Gehört, glaube ich, zu einem Leben dazu, dass man einmal Die Verwandlung gelesen hat. Franz Kafka, Das Schloss, gehört meinem Mann. Habe ich halt zum anderen Kafka dazugestellt, weil es gut passt. Habe ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, es zu lesen. Wer die Nachtigall stört, von Harper Lee, spielt in den 30er Jahren in den Südstaaten Amerika. Dreh- und Angelpunkt dieses Buches ist Rassismus. Ich habe übrigens, dass ich das einmal klargestellt habe, alle Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, haben bei mir hier so ein Washi-Tape dran. Friedrich Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker, genauso wie Friedrich Dürrenmatt, Der Verdacht. Die zwei gehören ja zusammen. In beiden geht es um Kommissar Berlach. Wo ist er? Ja, Kommissar Berlach. Der Verdacht habe ich in der 10. Klasse oder in der 9. Klasse gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Und Der Richter und sein Henker habe ich noch nicht gelesen. Stefan Zweigs Schachnovelle, soweit ich weiß, auch ein Klassiker. Frag mich nicht, das habe ich bei einer Haushaltsauflösung mitgenommen. Und ich habe es auch mal angefangen zu lesen. Ich glaube, es endet mit Mord und Totschlag. Ich bin mir nicht sicher, aber Stefan Zweig ist, glaube ich, nie verkehrt. Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn? Solzhenitsyn.
Es sind halt auch zwei Namen. Alexander Solschenizin, ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. Hat wohl den Nobelpreis 1970 bekommen. Habe ich auch von der Haushaltsauflösung mit, weil dementsprechend sieht es auch aus. Es ist eine Ausgabe von 63. Und Hermann Hesse, Narzis und Goldmund beschreibt die Freundschaft von zwei Jungen, die zusammen im Kloster aufwachsen. Der eine ist ein Träumer, der andere ist ein Denker. Habe ich noch nicht gelesen. Freunde, weiter geht's mit dem zweiten Regalbrett. Das ist jetzt das Regal mit den historischen Romanen. Hier finden sich meine historischen Romane. Ganz links haben wir hier dieses kleine Büchle, Der Weg zum Glück beginnt vor deinen Füßen. Hier sind süße kleine Sprüchle über das Leben drin und Glücksmantras. War ein Liebesgeschenk von einer guten Bekannten. Jan-Philipp Sendka, Herzen hören, noch nicht gelesen. Es geht um eine junge Frau, die herausfinden will, wo sie herkommt. Und deswegen reist sie nach Bhutan, wo ihr Vater herkommt. Rachel King, Der Ruf des Schmetterlings, da geht es um eine Amazonas-Expedition, bei der ein oder mehrere Intrigen gesponnen werden. Das Buch war zwischendurch sehr schwerfällig, aber am Ende hat es mich mehrmals ins Gesicht geschlagen. Fand ich damals sehr gut, als ich es gelesen habe. Petra Durst-Benning, Die Champagnerkönigin. Petra Durst-Benning scheint ja die Histo-Queen of Germany zu sein. Ich weiß es nicht. Ja, ich fand, die Champagnerkönigin war ein sehr atmosphärisches Buch. Ich habe in der Champagne gelebt, Leute. Es war herrlich. Sie behandelt, glaube ich, gerne Themen wie Frauen, die zu einer Zeit stark werden, wo starke Frauen noch was war, wo man sagte, muss jetzt nicht sein. Habe ich sehr gemocht. Von Beate Mali, Die Salzpiratin, spielt um 1950. Also ich glaube, außer die Bibel habe ich kein anderes Buch, das früher spielt. Ja. Die Salzpiratin erzählt die Geschichte von Ursel. Sie ist die Tochter eines Herrn, der den Salzhandel auf dem Traunsee kontrolliert und vor Piraten schützt. Eines Tages ist sie aber gezwungen, die ganze Sache selbst in die Hand zu nehmen und wird so selber zur Salzpiratin. Hat mir sehr gut gefallen. War auch einfach eine Frau, die bam, sich durchgekämpft hat. Und Leute, es leben 1950. Ich will nicht dabei gewesen sein, okay? Danke. Kate Morton, Das geheime Spiel. Familiensaga, Geheimnisse, hinten raus, großer Plot-Twist. Hat mir gut gefallen, aber auch nicht so gut, dass ich sage, ich muss jetzt sofort den nächsten Kate Morton lesen. Wir kommen zu meinen zwei Lucinda Rileys. Zu meinen Lucinden. Der Lavendelgarten von ihr habe ich gelesen, hat mir gut gefallen, aber auch nicht so, dass ich sagen müsste, ich müsste gleich das Orchideenhaus lesen. Also wie alle Lucinda Riley Bücher spielt der Lavendelgarten auf zwei Zeitebenen. Wir sind einmal in der Neuzeit sozusagen und einmal während des Zweiten Weltkriegs. Erzählt eine Geschichte über Generationen hinweg voller Geheimnisse und Irrungen und Wirrungen des Zweiten Weltkriegs. Die Päpstin von Donnerwy Cross hat mir sehr gut gefallen. Einer meiner ersten historischen Romane, die ich gelesen habe. Ganz großes Kino, wahrscheinlich auch deswegen die Verfilmung dann. Vom Feinsten. Würde ich gerne nochmal lesen, aber ich habe noch einen Haufen ungelesene historische Romane. Von dem her muss es erstmal hinten anstehen, aber es war ein Fünf-Sterne-Buch. Gabriel Garcia Marquez, Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Noch nicht gelesen, Subvideo, wenn ihr interessiert seid, soll auch ganz großes Kino sein und ganz große Liebe sein. Jennifer Donnelly, Die Teerose, habe ich erst kürzlich beendet, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man ist zügig durchgekommen, tolle Sprache, man hat verstanden, um was es geht, schöne Charaktere. Alles, was jemals über das Buch gesagt wurde, stimmt. Es ist sehr gut. Lest es. Von Mary Hooper, Die Schwester der Zuckermacherin, geht, glaube ich, eher so in die Richtung Jugendliteratur, historischer Roman, aber nichtsdestotrotz ein sehr schönes Buch über London zu Zeiten der Pest. Ich habe sehr viel gelernt über die Zeit damals. Es war furchtbar. Es war nichts als furchtbar und ich bin einfach so dankbar, dass man in einer Zeit heutzutage lebt, wo man
so viel Elend abwehren kann mit moderner Medizin. Oder durch einfachste Hygienestandards wie, wir waschen uns die Hände. Wenn jemand krank ist, wird er isoliert. In dem Buch hat man halt total gespürt, wie diese Menschen sich einfach mit nichts zu helfen wussten, was die Pest anging, weil sie einfach nichts über diese Krankheit wussten. Es war eine einzige Tragödie. Ich würde gerne noch mehr Bücher über die Pest lesen. Wenn ihr da Tipps habt, bitte her damit. Ja, hat mir sehr gut gefallen, dieses Buch. 5 Viertel einer Orange von Joanne Harris. Joanne Harris ist die gleiche, die Schokolade geschrieben hat. Ihr erinnert euch vielleicht. Pralinen. In 5 Viertel einer Orange geht es um eine Creperiebesitzerin, die von ihrem Neffen nach dem Geheimnis ihrer Krebs gefragt wird. Und dann erzählt sie ihm eben ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Krebs. Und Orangen spielen eine sehr wichtige Rolle darin. Nicole Wosseler, Der Himmel über Darjeeling, noch nicht gelesen. Es geht um eine junge Dame, die gezwungenermaßen nach Darjeeling reist, wo sie mit ihrem neu vermählten Mann zusammenlebt. Sie lernt Land und Leute kennen und auch ihren Mann. Eva Maser, die Astronomin, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die super wissensbegierig war, aber mit dem halt zu der damaligen Zeit 1750 total uncool war. Ihre einzige Chance für sie, irgendwas aus ihrem zu leben, bietet sich. Sie geht nämlich mit ihrem Bruder nach London. Dort entdeckt sie die Astronomie und die Musik. Die Memoiren der Fanny Hill. Wo habe ich das Buch her? Ich weiß es nicht mehr, wo ich es her habe. Auf jeden Fall ist es auch schon sehr lange bei mir. Das hatte ich schon bei meinen Eltern zu Hause. Darin geht es um die 15-jährige Fanny Hill, die eben ihre Eltern verliert und gezwungenermaßen bei einem skrupellosen Zuhälter landet. Und sie ist gezwungen, im Bordell zu arbeiten. Das war, glaube ich, der erste historische Roman, den ich in meinem Leben gelesen habe. Liv Winterberg vom anderen Ende der Welt. Wir begleiten eine junge Botanikerin, der sich die Chance bietet, auf einer Expeditionsreise über den Pazifik teilzunehmen. Matthias Menegos Carpathia habe ich Anfang des Jahres gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Erzählt die Geschichte von Graf Corvani, der 1833 Wien den Rücken kehrt und mit seiner Frau Cara auf die alten Landsitze seiner Familie nach Transsilvanien zieht. In Transsilvanien angekommen, muss er feststellen, dass die Bevölkerung zum einen dort sehr gemischt ist, heißt es gibt die Walachen, die Deutschen, die Ungarn, die Roma und eben ihn jetzt. Und zum anderen muss er feststellen, dass die sehr gut ohne ihn klarkamen. Und jetzt kommt er und will Regeln aufstellen. Nope. Großes Kino. Große Streitereien. Tolles Buch. Und dann kommen wir zu meinen letzten 2 Büchern. In diesem Regalbrett nehme ich meinen 2 Ken Follets, also meinen 2 Folletten. Die Säule der Erde ist der erste Teil dieser Reihe und die Tore der Welt, der zweite Teil dieser Reihe. Beide, die sind auf einem Niveau. Ganz großes Kino. Also Ken Follett ist für mich ein ganz großer Geschichtenerzähler. Wahrscheinlich sind seine Bücher deswegen auch so dick. Auch die 2 dicksten Bücher in meinem Leben nach der Bibel. Das war's jetzt mit dem Regalbrett mit meinem historischen Roman. Wir machen weiter mit dem Regalbrett mit Dekoration und etwas Jugendliteratur. Viel Spaß! So, das ist mein mittleres Regalbrett. Hier haben wir erstmal viele Erinnerungen an viele verschiedene Menschen. Da haben wir ein Likörchen aus Colmar zum Beispiel. Lavendel aus Colmar, den ich und meine Freundin geklaut haben. Eine Ente, wichtig. Hier ist ein getrockneter Strauß, den mir mein Mann mal geschenkt hat. Die Schachtel habe ich mal bei Müller gekauft. Ich fand die extrem süß und die passt gut hierher. Hier haben wir die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Habe ich mit 28 Jahren gelesen und habe mich einfach gefühlt wie ein 16-jähriges Mädchen. Es war wunderschön. Es war nicht zu naiv, nicht zu doof. Es war alles, was ich brauchte in dem Moment. Hier haben wir ein kleines süßes Engelein. Dann haben wir dieses schöne Schildchen, auch wieder ein getrockneter Strauß drinne. Das Herzchen hier habe ich zu meiner Vermählung bekommen. Die Krone gehört eins weiter unten.
Kerstin Giers Wolkenschloss habe ich noch nicht gelesen, ist auf meinem Sub. Darin geht es um eine junge Frau, die ein Praktikum in diesem Wolkenschloss macht. Das ist ein riesengroßes Hotel in den Schweizer Bergen. Und da ist nicht alles so, wie es scheint. Diese Dame hat mir meine Schwiegeroma geschenkt. Hier hinten haben wir, eigentlich ist es so eine Schachtel, aber ich dachte, das passt sehr gut hier hin, von den Farben her und so, ne? Und dann haben wir noch diverse Teelichthalter. Und dann war es eigentlich mit dem Regal. Das vierte Regalbrett sieht so aus. So, Freunde, dann sind wir schon beim vierten Regalbrett von oben. Auf diesem Regalbrett habe ich meine Jugendliteratur, unter anderem auch New Adult, Young Adult und klassische Jugendbücher. Wir beginnen wieder ganz links. Da steht einmal Jennifer Wolf Morgenthau, Die Auserwählte der Jahreszeiten. Habe ich noch nicht gelesen. Ist zwar jetzt eine Fantasy-Reihe, aber ich dachte, es passt eher zu Jugendliteratur als irgendwas anderes in meinem Regal, denn ich habe kein separates Regalbrett für Fantasy, weil lese ich nicht so viel. Also in dem Buch geht es um Maya Morgenthau. Die ganze Welt ist von Schnee bedeckt, außer da, wo Maya Morgenthau lebt. Dann stellt ihr die Erdgöttin Gaia die liebevolle Aufgabe, dass sie einen von ihren Söhnen heiraten soll, nämlich entweder den Frühling, den Sommer, den Herbst oder den Winter. Was dann passiert, weiß ich nicht. Wie gesagt, noch nicht gelesen. Dann kommen wir zu zwei New Adult Büchern. Einmal Wohin du auch gehst und einmal Ich werde immer bei dir sein von Laysa Raven. Wie bei so vielen New Adult Büchern gibt es zwei Fraktionen. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Ich habe sie sehr geliebt und sie werden niemals bei mir ausziehen, weil sie noch in dieser alten Version sind. Inzwischen sind die anders verpackt und ich finde die einfach ganz toll und ich habe die Geschichte geliebt. Obwohl es im Endeffekt einfach nur your typical New Adult Story ist, aber ich mochte Yeah, boy. Miranda Beverly Whittemore, Bittersweet. Hier begleiten wir die junge Mabel, die sich im College mit ihrer Zimmernachbarin recht gut angefreundet hat und irgendwann die Chance bekommt, zu ihrer Familie auf den Sommersitz nach Vermont zu fahren. Die Familie ihrer Zimmergenossin ist unfassbar reich. Unfassbar reich. Es war eine Geschichte so à la Gossip Girl. Die reichen jungen Leute und was die so alles für Zeug anstellen. Und dazwischen unsere kleine Maple, die eigentlich so, ich will nicht sagen, ein schwarzes Entlein ist, aber ein sehr zurückhaltendes Mädchen ist. Ich habe es sehr geliebt. Ach, ich habe es so sehr geliebt. Es war auch ein Glückskauf. Das habe ich in der Buchhandlung gesehen, habe es mitgenommen, habe es gelesen, habe es geliebt. JP Monninger, Liebe findet uns. Insta Love, Rundreise Europa. Dann doch Probleme, Komplikationen. Mochte ich ganz arg. Es war, als wäre ich selber auf Reise gewesen. Wunderschön. Europa war herrlich. Ich weiß nicht, ob es eine New Adult oder eine Young Adult Reihe ist. Auf jeden Fall ist es die Paper Princess Reihe. Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, was in diesen Büchern los ist und was in dem ersten Buch schon allein abgeht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, will ich nicht lesen. Aber ich weiß noch genau, ich war krankgeschrieben und habe gesehen, dass es ziemlich gute Bewertungen hatte. Dann habe ich mir einfach die Leseprobe runtergeladen und dann habe ich alle drei Bücher ziemlich schnell hintereinander weggesuchtet. Wir begleiten in dem Buch Ella Harper, die sich alleine durchs Leben schlagen muss. Ihre Mutter ist vor kurzem erst gestorben. Ich weiß gar nicht mehr, kennt sie ihren Vater gar nicht? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist die Mutter sehen allein auf dieser Welt. Tagsüber ist sie in der Schule, abends tanzt sie in der Bar. Bis eines Tages ein Multimillionär vor ihrer Tür steht und behauptet, ihr Vormund zu sein. Er nimmt sie mit in ihre Villa und dieser Callum, der unfassbar reiche Mann, hat fünf Söhne. Fünf Söhne, viele Geschlechtsorgane. Die fünf Söhne sind erstmal nicht begeistert von Ella, weil sie hat halt ihren Ruf weg, ne? Irgendwann entwickelt sich die Story zu irgendwie so einem Krimi oder so und dann, hä? Hä?
Wie gesagt, ich habe es geliebt. Alles drei hintereinander weggesuchtet. Wird wahrscheinlich auch niemals bei mir ausziehen. Jennifer L. Armentrout, morgen liebe ich dich für immer. So eine zarte Young Adult Geschichte. Ganz fein, ganz fein. Es geht um Mallory und Ryder. Die beide kennen sich seit ihrer frühen Kindheit. Es ist so, dass die beiden durch ihr Trauma gemeinsam gehen, weil sie es eben zusammen erleben. Und es ist auch so, dass die beiden dann versuchen, ihr Trauma zu überwinden. Endlich mal ein Buch, bei dem die Leute ihr Traumata anpacken und versuchen, damit zu leben, anstatt es ständig zu verdrängen. Es gab so ein paar Jahre, da habe ich echt wenig gelesen in meinem Leben. Und da habe ich mich auch wenig mit Büchern befasst, sei es auf YouTube oder anderen Social-Media-Kanälen. Aber dann so Ende 2017 ist meine Liebe zu Büchern wieder explodiert. Als ich mich dann so wieder in Bücher verliebte und mich so wieder mit Büchern befasste, da gab es plötzlich dieses Neue, das nannte sich New Adult oder Young Adult. Und ich war so... Und da kam man an diesen zwei Büchern, kam man nicht vorbei. Und ich bin so unfassbar froh, dass ich nicht vorbeikam an diesen Büchern, weil ich sie einfach so geliebt habe. Beide auch hintereinander weggesuchtet. Das war so das Erste, was New Adult für mich war. Was mir gut gefallen hat, ist, dass Körperlichkeiten fast keine Rolle gespielt haben. Zumindest nicht so, wie sie in anderen New Adult-Romanen eine Rolle spielen. Eine zarte, zarte Geschichte über Liebe und Vergeben und Verzeihen und Versuchen. Dem Horizont so nah von Jessica Koch. Ich wünschte, das Buch hätte ein anderes Cover, weil ich habe das Gefühl, dass aufgrund des Covers viele gar nicht zu dem Buch greifen, weil es eine andere Geschichte propagiert, als das da drin stattfindet. Also für mich passt es nicht, weil das Buch ist viel, viel ernster als das hier. Viel, viel ernster. Jessica Koch beschreibt hier ihre eigene Geschichte. Es ist eigentlich eher ein Erfahrungsbericht. Und die Geschichte ihrer ersten großen Liebe. Es war so unfassbar traurig. Und es hat mich so traurig gemacht, dass es wirklich Menschen auf dieser Welt gibt, die so ein unendliches Leid ertragen müssen. Sprachlos. Ich war sprachlos, als ich gelesen habe. Es hat mich so fertig gemacht. Dieses Buch wird einfach nur ständig hin und her empfohlen und ich kann es auch nur weiterempfehlen. Daniel Glattauer, Gut gegen Nordwind. Eine E-Mail-Verlauf-Liebesgeschichte. Sie schreibt ihm aus Versehen, er schreibt ihr zurück. Es entsteht mehr, es entsteht weniger. Ich weiß es nicht. Soll sehr gut sein, soweit ich gehört habe. Und Wenn die Welt verbrennt von Ulla Scheler. Habe ich auf Empfehlung von Gabriela Santos de Lima gekauft. Sie ist ja so die Königin, was Young Adult, New Adult, Liebesgeschichten allgemein angeht. Von dem her vertraue ich ihr, was das angeht. Wir begleiten in diesem Buch Felix und Alisa. Alisa hat einen Teil in ihrem Leben, wo Felix nicht an sie rankommt und wo er merkt, dass er immer wieder auf Blockaden stößt bei ihr. Und eines Tages sieht sich Alisa mit allem konfrontiert, vor dem sie eigentlich die ganze Zeit weglaufen wollte. Ried op de Beek, komm her und lass dich küssen. Wir begleiten in dem ganzen Buch Mona, vom kleinen Kind bis zur erwachsenen Frau. Hauptsächlich soll es in dem Buch um Liebe gehen, war ebenfalls eine Empfehlung von Gabriela Santos de Lima. Auch noch nicht gelesen. John Boyne, der Junge im gestreiften Pyjama. Ich sag nichts zu dem Buch. Es geht um eine herzzerreißende Freundschaft zwischen zwei Jungs. Mehr sage ich nicht. Sollte jeder in seinem Leben mal gelesen haben. Wenn er kommt, dann laufen wir von David Klaas, ein Jugendroman. Wir begleiten hier Jeff, dessen großer Bruder 5,5 Jahre lang im Gefängnis saß. Nun wird er entlassen und Jeff ist völlig überfordert mit der großen Gefahr, die sein Bruder für ihn darstellt. Sein ganzes Weltbild gerät ins Wanken. Hat mir damals sehr gut gefallen, habe ich auch immer noch hier. Müsste ich nochmal lesen, um nochmal beurteilen zu können, ob es wirklich so gut war, aber
Von Paul Zindel, Eugene Dickmans erstaunliches und dem Tode trotzendes Tagebuch. Wir begleiten hier Eugene, es sind seine Tagebuchaufzeichnungen. Das Tagebuch beginnt an dem Tag, an dem seine Mutter ihm verkündet, dass sie im Aushilfskellnerjob in den Sommerferien in einem Hotel in den Bergen organisiert hat. Es ist der typische Jugendroman. Er trifft ein Mädchen, er trifft blöde Kerle, die es auf ihn abgesehen haben. Deswegen trotzt er dem Tode. Ich habe es sehr geliebt, es war sehr witzig. Es war so der typische Roman über den einen Sommer, den man nicht vergisst. Neben Govinden, Graffiti My Soul, wir begleiten hier einen Jungen, der vor nicht allzu langer Zeit seine Freundin begraben musste. Und wir reisen mit ihm eben durch seine Trauer, in seine Trauer, wieder raus aus seiner Trauer. Es war ein sehr trauriges Buch, aber es hat mir sehr gut gefallen und ich habe auch eine emotionale Beziehung zu dem Buch, deswegen wird es niemals bei mir ausziehen. Nick Tomlinson, der erste Liebesbrief. Ein ganz zartes Buch über den 13-jährigen Neil, der seinem Schwarm einen Brief zukommen lässt. Und ab dem Moment geht alles schief. Wunderschön fand ich hier die Beziehung der Eltern zu dem Jungen und wie die Familie als Ganzes mit dem Ganzen umgeht. Ja, mag ich sehr, das Buch. Habe ich, weiß ich nicht, vor 10 Jahren gelesen? Ja, hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Javier Salinas, die Kinder der Maasai. Darin geht es um eine Sportlehrerin, die in ihrer Gruppe immer nur die Jungen und Mädchen bekommt, deren Eltern getrennt sind, weil sie sich eben mit Feingefühl um solche Kinder kümmern kann. Und als Juan dann auch in diese Sportgruppe gesteckt wird, ahnt er schon, was los ist. Ein schönes Buch über Trost und Abschiede und ja, das Leid eines Kindes. Anna Gavalda, 35 Kilo Hoffnung, beschreibt eine wunderschöne Beziehung zwischen einem Großvater und seinem Enkel. Der Enkel ist jedoch, ja, der hat es nicht so leicht. Der versagt in der Schule, er fliegt sogar von der Schule und der Großvater sucht einen Weg, wie der Junge erwachsen werden kann. Atmen, jemand muss atmen. Ein Jugendbuch. Stefan Kalber schickt seinen Protagonisten scheinbar ziellos durch die kalte, herzlose Welt, die um ihn herum in sich zusammenfällt. Er rutscht ab, gerät auf die schiefe Bahn, scheint unrettbar verloren und ist immer im falschen Moment am falschen Ort. An sich ein netter Kerl, aber ein Verlierer. Und am Ende steht lediglich die Erkenntnis, jemand muss atmen. Ich müsste eigentlich nochmal lesen, um zu wissen, ob das überhaupt was ist, was lesenswert ist. Aber Klassiker, Der kleine Prinz, sollte jeder mal gelesen haben. Howard Buten, When I Was Five, I Killed Myself. Das ist der erste englische Roman, den ich jemals gelesen habe. Wir begleiten hier den 8-jährigen Bird, der in der Anstalt für verhaltensgestörte Kinder gelandet ist. Der eigentlich sonst sehr begabte und talentierte Bird passt da nicht ganz rein. Aber er sagt immer wieder nur, I am here for what I did to Jessica. Ich weiß noch, dass es teilweise ein sehr surreales Buch war, wahrscheinlich auch durch die Fantasie eines 8-Jährigen gemischt mit all dem, was 8-Jährige nun mal in ihrem Kopf haben. Aber dennoch ein Buch, das Eindruck bei mir hinterlassen hat und das niemals ausziehen wird, weil ich habe es schon so lange. So, das waren meine New Adult, Young Adult, Jugendliteratur, Bücher, Romane. Wir kommen zum nächsten Regalbrett. Dort finden wir noch die restliche Jugendliteratur, die oben nicht mehr ins Regalbrett gepasst hat. Und dann kommen wir rüber zu den Liebesromanen. Hier haben wir noch den Rest der Jugendliteratur, der oben nicht mehr reingepasst hat. Und dann beginnt es schon hier mit den Liebesromanen. Wir kommen zum vorletzten Regalbrett. Beinhalten tut es der Rest Jugendliteratur und dann Liebesromane. Der Märchenerzähler von Antonia Michaelis habe ich Anfang diesen Jahres gelesen. Sehr geliebt, sehr geliebt. 4,5 Sterne von mir. Das Buch erzählt die Geschichte von Anna und Abel. Anna kommt aus einem gutbürgerlichen Haus. Abel kommt aus einer sehr schwierigen Situation. Es ist nicht die klassische Good Girl, Bad Boy Geschichte, auf gar keinen Fall. Wenn man es runterbricht, vielleicht schon, aber sie wird
ganz anders erzählt. Ganz große Liebe. Jasmine Varga, Mein Herz und andere schwarze Löcher, erzählt die Geschichte von zwei jungen Leuten, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen und sich in einem Forum für Menschen, die sehr verzweifelt sind, eben treffen. Die zwei werden nicht nur, was diese eine Sache angeht, eine Stütze füreinander. Ja, es war ein Buch, in dem es viel darüber ging, wie man lernt, mit unakzeptablen Dingen in seinem Leben weiterzuleben, wo man eigentlich denkt, es geht nicht. Ein Buch über schwere Schuld und ein Buch darüber, wie die Schuld eines anderen einem das Leben zerstören kann. Es war ein ziemlich heftiges Buch. Also wer mit so einem Thema gar nicht kann, das soll es bitte nicht lesen. Es war ein heftiges, aber doch ein wichtiges Buch. Snorre Bjørgson, Präludium für José. Oder Präludium für Josse. Holtes liebt Josse und sie liebt Johann Sebastian Bach. Um ihr Herz zu gewinnen, macht er einen verwegenen Vorschlag. Eine gemeinsame Wanderung auf den Spuren des berühmten Komponisten. Gesagt, getan. Mit Bachs Biografie im Gepäck und seinen Melodien im Kopf ziehen die beiden los und erleben einen Sommer voller Glück und Poesie. Daran kann ich mich wirklich noch erinnern, dass das Buch wirklich viel Poesie in sich hatte. Das habe ich mal in den Sommerferien, glaube ich, ja, in den Sommerferien gelesen. Leider war ich da noch nicht in der Neuzeit angekommen und habe schöne Stellen markiert. Dann ja, müsste ich es wahrscheinlich nochmal lesen, um es mit all seiner Macht wirklich verstehen zu können. Ja. Ich weiß aber noch, dass mir die Sprache sehr gut gefallen hat in dem Buch. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich Anfang des Jahres erst gelesen habe. Stephen Chbosky, Das ist also mein Leben und ich will, dass du weißt, ich bin glücklich und traurig zugleich und versuche noch immer herauszufinden, wie das eigentlich sein kann. Ein wunderschöner Roman über Charlie. Er ist 15 und es ist so das erste Mal, dass er gesehen wird in seinem Leben, wahrgenommen wird in seinem Leben. Er erlebt viel mit seinen neuen Freunden und diese eine Sache, die ihn so traurig macht in seinem Leben, die kommt immer mehr ans Tageslicht. Hat mir sehr gut gefallen. 4,5-Sterne-Buch für mich. Wenn ich es wahrscheinlich nochmal lese, ist es ein 5-Sterne-Buch für mich. Große Liebe. Stephen Chbosky ist ja der gleiche, der Unsichtbare Freund geschrieben hat, was mehr so in die Richtung Mystery geht. Will ich auch unbedingt lesen von ihm. Das auf jeden Fall. Super Buch. Benjamin Lebert, Kannst du? Der Herr Lebert hat ja auch Crazy geschrieben. Das muss ich auch mal in der Wunschliste machen. Das wollte ich unbedingt lesen. Hier begleiten wir ein junges Pärchen auf einer Interrail-Skandinavien-Reise. Sie gerät in Zustände, wo ich heutzutage sagen würde, sie braucht dringend psychologische Betreuung. Als ich das Buch gelesen habe, da war ich sehr jung, habe ich sie einfach als jemand furchtbar Unangenehmen wahrgenommen, dem man nichts recht machen kann und der wegen allem ein Drama macht. Heutzutage weiß ich, sie hat wahrscheinlich eine psychologische Notlage gehabt. Das Buch ist noch bei mir, ich fand es sehr gut. Landon J. Napoleon, Zickzack. Louis, genannt Zickzack, ist 15, schwarz und halbweise. Alle halten den verrückten Tellerwäscher für ziemlich blöde, aber Zickzack hat ein phänomenales Zahlengedächtnis und vor allem einen guten Riecher für Menschen. Den braucht er auch, denn durch ein Missgeschick sind ihm am Haufen finsterer Gestalten auf den Fersen. Das habe ich mal im Sommerurlaub gelesen. Ich weiß noch, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat und es war auch anders geschrieben als alles, was ich bis dahin gelesen hatte. Würde ich sehr gern nochmal lesen. Das Land der Liebe von Jacqueline Mitchert. Es geht um eine junge Frau, die eine Brieffreundschaft mit einem inhaftierten Straftäter beginnt. Und ab dann befinden wir uns in einer Abwärtsspirale. Habe ich als ganz junges, zartes Mädchen mal gelesen. Naja, so jung war ich dann, also war ich da 13, 14. Und habe ich dann wiederentdeckt und möchte es jetzt nochmal lesen. Wer hat mir dieses Buch geschenkt? Kommen wir zu Jojo Moyes. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer mir dieses Buch geschenkt hat. Wer sich erinnern kann, bitte meldet euch bei mir. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich habe gerade versucht, den Aufkleber abzureißen, aber es geht alles schief. Fast schon ein Klassiker der Moderne.
Tränen, Tränen über Tränen. Hinterher kam noch Ein ganz neues Leben von Jojo Moyes und dann hat sie noch Mein Herz in zwei Welten hinterhergeschmissen, weil sie Cash Cow melken wollte wahrscheinlich. Das war auch so ziemlich das Einzige, was man aus dieser ganzen Reihe lesen muss. Das andere ist vergessenswürdig, vergessenswert. Also ich behalte trotzdem alle Bücher, weil die waren, komischerweise waren das alles Geschenke. Wer hat mir das geschenkt? Das weiß ich nur nicht. Wer war das? Danke. Früher war ich auch ein Biest, was Leserinnen anging. Es war mir alles egal. Ich war eine wilde junge Frau. Das war auch ein Geschenk. Wieso habe ich so viele Jojo Moyes Bücher geschenkt bekommen? Ist doch schön. Also ich denke, nach ein ganzes halbes Jahr habe ich eine Handvoll Worte gelesen, weil es chronologisch eher passen würde. Eine Geschichte auf zwei Zeitebenen und so schöne Liebesgeschichte. Ich habe so geheult bei dem Jojo Moyes hat mich einfach gepackt. Zurzeit lese ich sie gar nicht mehr, obwohl sie jetzt ja wieder ein paar neue Bücher rausgehauen hat. Aber irgendwie ist der Liebe, Seifenblasen, Einhörner, die Regenbogenkotzen, Hype vorbei. Genauso ein Bild von dir von Jojo Moyes. Auch hier weiß ich nicht mal, wer mir dieses Buch geschenkt hat. Es war wohl ein Geschenk, der Preis ist abgedeckt. Wer war's? Ich weiß es nicht. So viele Leute gibt es ja nicht, die mir Bücher schenken. Ja, auch hier wieder Liebesgeschichte auf zwei Zeitenebenen. Ganz große Liebe, ganz großes Kino. Ja, Jojo Moyes einfach. Die hat ihr Handwerk schon gelernt. Hat sie das? Das hat sie studiert. Journalistik. Sie hat ihr Handwerk schon gelernt. Ich kann nicht mehr reden. Ildiko von Kürti, Mondscheintarif, behandelt einzig und allein den Abend, an dem er nicht anruft und die darauffolgenden Tage purer Verzweiflung einer jungen Frau. Ich muss sagen, ich habe nicht viel erwartet von dem Buch, aber es hat mich sehr gut unterhalten. Ich habe mich in manchen wiedergefunden. Manches war auch natürlich ein bisschen überspitzt gemalt. Was wollen Sie? Mathe? Wo willst du hin? Wo willst du hin, kleiner Puppimann? Wo willst du hin, kleiner Puppimann? Hast du da drüben nicht gut geschlafen? Du machst Platz und mich brav. Anna Gavalda zusammen ist mal weniger allein erzählt die Geschichte einer WG in Paris. Vier Personen, die unterschiedlicher nicht sein können und vier Personen, die zusammen eben weniger allein sein möchten. Hat mir, als ich es gelesen habe, sehr gefallen. Müsste ich wahrscheinlich nochmal lesen, um seinen wahren Wert zu verstehen. Marianne Fredriksson, die Jahre mit Jan. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als ich das Buch gelesen habe. Sie glaubt, dass Träume, Gedanken und Gefühle einen Menschen steuern. Er ist sicher, dass die Gene einen Menschen bestimmen. Sie gehört zu den Menschen, die auf der Suche sind. Er ist Naturwissenschaftler und glaubt an Fakten. Beide fürchten sich vor der großen Liebe und davor, vor ihren Gefühlen fortgerissen zu werden. Und doch versuchen Jan und Angelika mit aller Macht zueinander zu gelangen. Ich weiß gar nichts mehr von dem, was in dem Buch passiert. Ich habe aber eine emotionale Bindung dazu, deswegen bleibt es da. Wenn ich es nochmal lese, finde ich es wahrscheinlich blöd, oder? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall bleibt es da. Susan Weeks, Nur wenn du mich hältst. Noch nicht gelesen. Es geht um eine PR-Beraterin, mit der in aller Öffentlichkeit Schluss gemacht wurde. Dann will sie nach Hause zu ihrer Mutter flüchten, aber im Gästehaus ihrer Mutter findet sie den aktuellen Mieter ihrer Mutter. Die hat nämlich das Gästehaus weitervermietet und jetzt ist dieser Typ auch noch so ein Typ Mann, von dem die PR-Beraterin eigentlich Abstand halten wollte. Lucy in the Sky von Paige Toon. Ich war so jung, als ich das Buch gelesen habe und ich habe es so gefeiert. Lucy sitzt in einem Flugzeug und hat einen 24-Stunden Interkontinentalflug vor sich. Da bekommt sie eine SMS von der Nummer ihres Freundes, in der drin steht, dein Freund betrügt dich. Dann muss sie ihr Handy ausschalten, weil das Flugzeug startet. Es folgen 24 Stunden, in denen Lucy einfach gequält ist mit dieser komischen SMS, die sie noch erreicht hat. Und in den weiteren Tagen in Australien kann sie natürlich die Lage zu Hause auch nicht klären.
Ja, es ist so, es geht so in die Richtung Chiclet eher. Witzig, unterhaltsam. Ist mal schnell durchgekommen. Als ich es damals gelesen habe, das war in einem Sommerurlaub, habe ich es ziemlich schnell durchgelesen und ich fand es toll. Es war was Leichtes für zwischendurch. Würde ich auch niemals hergeben, weil ich habe emotionale Bindungen zu Büchern. Verliebt und zugeschneit. Muss man mehr zu dem Buch sagen. Kurz vor Weihnachten packt Sarah einer plötzlichen Eingebung folgend ihren Koffer und flüchtet aus dem sonnigen Kalifornien in die winterliche Wildnis Alaskas, auf der Suche nach Ruhe, Abgeschiedenheit und sich selbst. Aber alles nicht so einfach, weil Alaska hält mehr als eine Überraschung für sie bereit. Passend dazu fesselt mir gleich Elle McCoys unsäglich verliebt Alaska wider Willen ab. Als Liv das Büro ihres Chefs betritt, rechnet sie mit einer Beförderung in einem glamourösen Auftrag in New York. Hast sie gedacht, sie wird nach Alaska verfrachtet? Dort muss sie einer morbiden Sägemühle wieder auf die Sprünge helfen, indem sie diese marketingtechnisch berät. Aber der Besitzer der Sägemühle ist natürlich nicht nur super gut aussehend, sondern auch stur. Sie landet in Alaska und sie landet auch woanders. Es sind so zwei typische zwischen den Jahren Bücher, weil wir sind in Alaska und es schneit die ganze Zeit. Karin Seemeyer, Die Sehnsucht der Albatrosse, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die eigentlich eine entspannte Kreuzfahrt machen will. Bäm, Schiffbruch, bäm, sie erwacht auf einem Walfangkutter. Die junge Dame, die Schiffbruch erleidet, ist eine feine Dame und sie findet sich nun auf diesem überaus Testosteron geprägten Walfangkutter wieder. Mir hat die Geschichte auf diesem Walfangkutter sehr gefallen, bis auf die Tatsache natürlich, dass sie Wale fangen wollten. Aber gut. Claudia Schreiber, Emmas Glück hat mir mein guter Freund Klaus geschenkt. Vorne steht schon drauf, dass es eine kuriose Liebesgeschichte ist, die viel Tiefgang hat. Und das kann ich genauso unterschreiben. Es geht nämlich um die Bäuerin Emma. Sie hat einen eigenen Bauernhof. Selbst ist die Frau. Eines Tages findet sie einen verbeulten Sportwagen, der gegen einen Baum gefahren ist. Darin liegt ein bewusstloser Mann und neben diesem Mann ein Sack voll Geld. Es entwickelt sich wirklich eine super kuriose Geschichte, aber auch so eine Geschichte, wo ich sagen muss, ich habe sowas noch nie gelesen. Und das Buch kennen wahrscheinlich nicht viele. Oder wenn ihr es kennt, sagt mir Bescheid. Ich fand es so schön. So schön. Es ist wirklich eine andere Liebesgeschichte. Jill Smolinski, Die Wunschliste. Habe ich auch in sehr jungen Jahren gelesen. Ich kann mich an den Sommer erinnern, als ich es gelesen habe. June ist Fahrerin. Fahrerin. Als Marissa beim Autounfall ums Leben kommt, ist June die Fahrerin des Wagens voller Schuldgefühle. Aber irgendwann findet June einen Zettel von Marissa, auf dem sie sich notiert hat, was sie im Leben noch alles erreichen will. Und June macht es sich jetzt zur Aufgabe, das, was Marissa nicht mehr erreichen konnte, zu erreichen. Jetzt auch nicht die neueste Story ever heard, aber ich habe eine emotionale Bindung zu dem Buch. Und ich mochte es wirklich sehr, als ich es gelesen habe. Das war es dann auch mit meinem fünften Regalbrett. Und jetzt zeige ich euch noch das unterste Regalbrett, aber das zeige ich euch vor Ort, weil so viel gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Okay. Okay. Und das letzte Regalbrett, auch wirklich das einzige Brett, in dem es noch Platz hat. Einmal habe ich hier drei DIN A4 Ordner. Das sind nur gesammelte Gedichte von mir drin, weil ich bin ja oldschool. Eine leere Schachtel und hier dann We Do Love You Monster X. Was sonst, ne? So, Freunde, das war's dann jetzt mit meinem linken Regal. Im nächsten Video kümmern wir uns dann um das mittlere Regal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch mein Regal gut erklären. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, immer schön nein in die Kommentare. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lasst euch nicht ärgern. Ciao!